Hallo, liebe Regnum-Spieler und herzlich willkommen zurück zum Champions of Regnum Let's Play. Ja, ich bin jetzt mit dem Beschwörer Level 20 und freut mich, dass der jetzt so recht stark wurde. Ich kann es euch mal zeigen, dafür müssen wir um den Bergleiter, weil wir ja dort nicht runter wollen. Wir müssen in die in den Vulkan, die Vulkanzone, es ist kein Vulkan. Oder ein bisschen Vulkan, also großer Vulkan, Schlot oder was es ist. Ja, Dankeschön für die vielen Aufrufe vom letzten Part. Ich hoffe, es geht so weiter. Ja, die Interesse ist da. Ich werde das Let's Play natürlich weiter Let's Playen, das ist klar. Andere Let's Plays sind halt nicht so beliebt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch ein anderes MMORPG reinmachen soll. Als Konkurrenz zu Regnum. Mal schauen. Und eben, ihr dürft die ganze Zeit irgendwas, ja, mich anschreiben, Chat, Dinge, Videokommentare. Oder, privat oder hier in-game. Und ja, mal schauen. So langsam geht es richtig los in Champions of Regnum. Da möchte ich schon noch ein paar Kollegen haben. Weil dann macht es noch mehr Spaß. Und dann macht es noch mehr Spaß. Das Game ist kostenlos. Ist schnell gestartet. Braucht keinen guten PC. Und macht richtig viel Spaß. Also dann im Reisding ab. Ich kann euch sehr schnell nach oben bringen. Wir haben hier nur eine Schlange. Okay. Wir müssen nämlich Schlangen töten. Die Kobras. Ich werde jetzt mal den die Zombies raushämmern. Komm. Aha, Ziel. Gut. Da schauen wir mal, wer der Stärkere ist. Hahaha. Schaut. Ja. Sie treffen jetzt gar nicht so gut, aber sie sind richtig stark. Boom. Dann haben wir hier nochmals eine Kobra. Die anderen sind wahrscheinlich unten. Deshalb möchte ich... Ah, das ist der Armführer. Okay. Syrtis ist aktiv. Isis ist aktiv. Und wir sind natürlich nicht aktiv. Haben vorher wieder herumgehört. Vielleicht habt ihr es gesehen am Anfang des Partys. Die Händler und so haben Mützen auf, die nach Verkehrspylonen aussehen. Und... Das finde ich noch das Schlimmste an diesem Update. Weil, ich verstehe den Humor der Entwickler nicht. Aber hey, ich habe nichts auszusetzen. Andere haben auszusetzen, weil irgendwie die Force nicht mehr so AP-Gamen oder so irgendwas. Glaube ich, 8 Minuten warten muss. Weiß ich jetzt nicht genau. Vor allem, ja, es waren sie ein bisschen am Herumhöhen. Kam einer von Syrtis Level 1 hier hin, Level 1 Ignis und heulte herum wegen dem Update, damit es ja jeder weiß. Und dann hat er zum Beispiel gesagt, ja, NGD könnte nicht entwickeln und so. Hat einer geschrieben, soll er ja halt spenden, damit Regnum verkauft wird an ein anderes Entwicklerstudio. Ist eine gute Idee, aber es wird wahrscheinlich nichts helfen. Außerdem ist der Champions of Regnum Wert viel höher als der Nutzen. So. Ich hätte es ja auch gerne als Entwickler, also ich hätte gerne ein eigenes Entwicklerstudio, wo Champions of Regnum zu einem mega guten Spiel macht. Aber der Traum wird wahrscheinlich nie wahr sein. Außer ich bekomme endlich mein Geld. Ich habe so viel Geld, aber nein, es ist verschlossen hinter Riegeln. So eine Freche. Nun gut. Eine noch. Sehr schön. Ah, da unten, komm. Du nicht sterben. Die spawnen. Bitte. So. Ja, das wusste ich. Komm.
Ich mag die, die. Bis zu 7 kann man, glaube ich, beschwören. Je nach Zauberstufe. So, jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt? Ja, jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Ja, da vorne, okay. Da können wir direkt hin. Was ist jetzt los? Trelleborg, Trelleborg, Trelleborg. Algaros. Blöde Einblendung. Gut. Also der ist hier unten. Der ist unten, okay. Da bekommen wir recht gut einen guten Helm, glaube ich, über. Und so irgendwas. Ja, Items finden wir wieder gar nicht. Also hier lohnt sich wirklich nicht zu leveln. Muss ich da mal schauen, wohin es gut wäre zu leveln mit dem Ding, also zu farmen vor allem. Sonst müssen wir Reisquests machen, oh Gott. So, die ist glaube ich zu, die Höhle. Und sie ist noch da, aber wird nicht mehr benutzt. Irgendwo so etwas. Können wir mal kurz schauen. So, du Herr. Was hast denn du für ein Git? Haltet einen Necromancer Drago. Wenn ihr diesen Ort passiert, so gelangt ihr in die Drachenhöhle, in der eine uralte und schreckliche Kreatur haust. Es ist meine höchste Pflicht, jede Reisende von diesem gleichermaßen atemberaubenden und gefährlichen Ort zu warnen. Wie dem auch sei, ihr scheint wesentlich robuster als das gewöhnliche Reisende zu sein, daher werde ich euch verraten, dass die exotische und wertvollste Schätze auf euch warten sollte, ehe ihr in der Lage seid, den Drachen zu bezwingen. Wenn ihr die Chance ergreifen wollt, zur Weltgruppe einstellen, laden eure Gefährten an, euch im Kampf gegen die Bestie beizustehen. Oh, eines noch, zu euren eigenen Schutz ist es euch nicht möglich, die Höhle mehr als einmal am Tag zu betreten. Ja, ja, halt die Schnauze. Vielleicht geht's noch, aber müssen wir zuerst mal eine Gruppe sein, oder? Also, ich sehe, dass euch nichts widerstehen kann. Ich kann das nicht lesen. Tirikit, unser Käfergott, wird das mit den Freunden erkennen. Waren diese scharfen Zähne nicht erschreckend? Was nicht erschrecken? Erschreckend, wahrscheinlich. Habt euch diese Funken keine Angst gemacht? Habt ihr nicht Angst, dass diese Clown euch zerreißen? Also, Clown alleine können wahrscheinlich mich nicht zerreißen. Ja, ja, wo herumkriecht. So, wir haben das Götteramulett, sehr schön, und Turban des Marlak. Naja. Wo haben wir das andere Amulett? Habe ich nicht den Amulett schon getragen? Nun gut. So, was haben wir hier? Mittel, Stufe 17. Das ist, glaube ich, alles schlecht, oder? 18, okay, Angriffsgeschwindigkeit schon nicht. Nun gut. Also diese Quest haben wir beendet, jetzt gehen wir zur Reisquest. Machen die noch. Ja. Also die Zombies muss ich noch ein bisschen leveln. Die sind ein bisschen schwach, weil es nur 2 sind. Und viel fehlen. Also viel nicht treffen. Aber die Imps sind recht stark, weil sie so zahlreich sind. Wie viel sind es jetzt? Jetzt sind es 2, also 4. Okay. 2 sind 4. Und Dämon wird immer nur eines sein. Leider auch nur 30 Sekunden. Okay, der ist 18 Sekunden, der ist 13 Sekunden. Immerhin. Also eben der Beshi ist nicht der mit den Permanenten. Den muss man halt immer wieder beschwören, aber er ist besser. Also die Pets vom Jäger, die müssen stärker werden. Die müssen unbedingt stärker werden und auch die Kreaturen auf sich Ding, oder? Es ist ja eigentlich wichtiger, dass das Pet den Schaden bekommt und eventuell stirbt das mich selbst, dann stirbt ja auch das Pet. Und das klappt noch nicht ganz so gut. Aber ihr dürft gerne wählen, was ich für eine Charakterklasse spielen soll. Momentan halt eher
Pesci oder Jäger oder Baba. Aber ich kann mir Slots kaufen, ich weiß nicht, wie viel das kostet, aber ich kann mir kaufen und dann kann ich noch eine machen, wenn ihr den unbedingt wollt. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Ja, danke. Extra Charakter, 9600, okay. Da habe ich nicht genug. Was, so viel? Nun gut, also eben, aus diesen drei Klassen mal auswählen. Antike Stab des Eises und nochmals so ein aggressives Teil. Mittelkritische Chance, 26 bis 33. Ist eigentlich gleich gut, nur besser. Ist auch Mittel. Ja, wo ist der Stab? Ist das der? Nein, der hat sogar Crit plus 6. Was? Kritische Chance plus 6, aber minus 2%. Okay. Ja. Sehr sinnvoll. Der wäre noch gut, aber nein. Na gut. Dann ist es wahrscheinlich der gewesen. Ja. Also wir müssen zur Stadt. So. Und die Quest abgeben. Also Ignis ist momentan heute sehr schwach. Ich glaube, es war am Freitag, wo Ignis recht stark war. Es kommt halt immer wieder drauf, wie viele Spieler von Ignis da sind. Und von den anderen Reichen. Ja, hier seht ihr die Pylonenhütte. Wahrscheinlich ist Regnum irgendwie 8 Jahre geworden oder so. 9 Jahre sogar. Nun gut. So, wohin müssen wir? Wir müssen noch irgendwo hin. Ja, nach Allerhead schon wieder zurück. Dann können wir gleich noch ein paar Quests annehmen dort. Hier werden jetzt wahrscheinlich zu starke Gegner sein. Das sind neue Quests hier. So. Ja, weg von diesen Beschwören. Grabwächter da. Okay, sie sind nur noch blau. Sehr schön. Aber die Lebensabsaugung, die macht immer neue Schaden. Egal wie wenig Level du hast, habe ich gemerkt, dass ich mal bei einem aus Versehen durchgeritten bin und der ist Level 16 gewesen war. Null Schaden. Ich verstehe nicht, wieso es dann, wieso sie sie dann einsetzen, oder? Und dann noch so nervig, oder? Automatisch, also wenn man durchreitet, dass sie unbedingt den Zauber zuerst machen müssen und so. Aber wenn sie nur Schaden machen, können sie auch nichts absaugen. Also ist es ein bisschen Logikunterdrückung. Ja. Ich frage mich, wo man jetzt die Ausrüstung bekommt, also... In Allerhead kriegt es keine mehr. In... Hier auch nicht. Und dort unten müssen wir sonst schauen. Naja. Weil ich sollte schon langsam noch eine bessere Robbe vor allem. Und noch irgendwo defensiv haben. Der Stab ist ja besser, aber auch nur ungefähr 2 Schadenspunkte besser. Jojo. So, hier hätten wir auch noch viele Quests, aber ja, das ist eben ein Charakter, der nicht Quests macht. Ah, stimmt. Ich will mal kurz schauen, ob die Belohnungen geben. Was macht die mit dem Algaros-Wort? Die ganze Zeit immer wieder einnehmen, verlieren. Okay, ich habe keinen Bock jetzt gerade hier Quests nachzuschauen. Ja, hier wäre Machtgewand, aber Machtgewand sind schwach, also unterlevelig. Das nehme ich jetzt nicht an.
Skelett. Ja, ich freue mich auf die hohen Stufen. Also ab Level 30 die ganze Zeit die Mobs warm, wird wahrscheinlich ein bisschen langweilig noch sein. Aber dann kann ich auch den Barbar auch recht gut weitermachen. Und ja, Floster scheint wieder ein bisschen Bock haben, das Game zu machen. Ich werde ihm wahrscheinlich ein bisschen helfen, dann auf Level 26 und ihn hochstufen. Ja, mal schauen. Es ist halt ein Game, wo man einfach Bock braucht. Wenn man den Bock nicht hat, wenn man keine Zuversicht auf höher Level hat, dann ist es einem langweilig. Floster hat genau das Falsche gemacht. Er hat immer nur Mobs gekillt wegen dem Loot. Und es wurde ihm dann sehr langweilig. Er soll Reichsqueste machen, damit er hochstufiger wird und dann wieder Interesse hat. Weil es alles wieder ein bisschen neuer ist. Tja. Ja, ich werde ihn schon überreden können. Ich werde ihn zwingen. Ich werde ihn zwingen, hier weiterzuspielen. Für das Let's Play, für die Community von Champions of Regnum. Ja. So, Palme weg. Palme ist im Weg. Palme ist im Weg. So. Nun gut, wir haben immer noch Level 20. Ich wollte kurz schauen. Heute extrem müde. Es ist wieder Sonntag. Da gibt es keine besseren Items mehr für. Okay. Ja, vielleicht hier. 35, ja, ja. Okay. Blas mir in den Schuh. Wir gehen wieder zurück ins Hauptstädtchen. Ich glaube, das ist die Hauptstadt. Oder ist die untere die Hauptstadt? Man sieht es überhaupt nicht. Ja, das ist die Hauptstadt. Da unten ist nur eine Kathedrale. Hier oben gibt es eine Arena. Okay, ist jetzt auch nicht so hauptstädtlich. Was ist eigentlich bei Ding? Fiskale, oder? Ja, dann ist es eigentlich Ding, oder? Medenet. Ja, ich weiß es nicht. Die haben wenigstens ein Rathaus, also ein Rathaus, weiß nicht, ein Schloss oder was das ist. Ich würde mich so freuen, wenn es mehr Reiche gäbe. Und dann immer so Reiche hat, die permanent im Krieg sind und andere, wo man Unterstützung bekommt oder so. Zum Beispiel kann man mit den anderen, also mit den Verbündeten dann immer heilen. Also helfen, handeln und so Sachen. Eher. Das macht mehr Sinn. Und mit den anderen hat man halt Krieg, kann man nicht handeln. Und vielleicht wechselt sich dann mal so ein bisschen Diplomatie, wäre auch cool. Also wenn man so ein Diplomat sein kann und dann Vorschläge, die man dann Reich macht, aber dann auch nicht darf umsetzen, wenn es der König nicht will oder so. Das ist etwas Nices. So, das hätte ich gerne in solchem Game. Halt so wie ein Medieval Total War oder so. Ein bisschen Spannung. Das ist eine gute Quest. Die gibt viel AXP. Ja, da gehen wir wieder nach Allerhead. Heute in extra spannend die Reisquests machen. Ja, wir gehen jetzt dorthin, nehmen Quests an und machen noch kurz. Okay, nehmen wir einfach mal die Quests an. Ich weiß nicht. Ich muss ein Part auch mal beenden wieder. Dann machen wir die nächste Folge dann die Quests dort. Ich werde bis dann noch ein bisschen farmen. Oder ein bisschen leveln, je nachdem. Weil ich muss Mobs finden, aber es gibt so wenig Mobs, die richtig gut Loot geben hier auf Level 20. Hier auf Level 36. Oh Mann, ich stecke irgendwie fest. Ich stecke tief im Schlamm des No-Loot. Und ja, schluchz. Oh, Garmon ist wieder mal da. Er muss seine Items immer noch verkaufen, der Arme.
Ich glaube, der hört auf oder so und dann ganze Zeit postet er irgendwelche Schrott-Items in den Chat, das niemand kauft. Das sind Spammer, Spamhandler, die sollte man bannen, liebe Game Mode, Game Masters. Hey. Ja, nichts gegen Garmon, aber er kann das auch gerne anders machen und nicht so, dass es alle nervt. Nun gut. Wir müssen unten an den Strand. Dann nehmen wir jetzt gerade mal Quests an. Da haben wir eine. Allerhetal. Und hier. Allgemeine Verkehrskontrolle. Hier sind Pylonen. So, noch eine annehmen. Die geben alle keinen Loot. Frechheit. Voll die Freche. Gut, dahin, da drin, nein, da drin, ah, da vorne, okay. Du bist zu weit entfernt, ja, von mir aus. Und jetzt hier. Okay, müssen wir wieder zurück. Ach, solche Quests mag ich nicht. Da muss man gar nichts machen außer rennen. Wer hat diese Quests erfunden? Okay, von mir aus. Vulkanische Zone, Alexis-Gebiet. Sprich mit Ayib, das ist die Reisquest, okay. Dann machen wir die. Mein Anwärterurin noch von einem Gestein. So, Allerheit-Tal, Alexis-Gebiet, Baby. Aha, da müssen wir mit zwei reden jetzt. Gut. Aib und Baby. So, wie viel gibt es? Von hier bis. Ha. Hä, die Quest geht noch weiter. Ah, das wurde angenommen. Ah, das stimmt. Okay. Ja, meine Katie. Das ist zu weit weg, das gehe ich dann mal auf Video. Bergarena, vulkanische Zone, Alexis-Gebiet, also Alexis-Gebiet. Gehen wir dorthin mal. Jetzt ist nichts mehr mit Fort erobern. Keine Ahnung. No. Boah, was ist denn das für ein Berg? Matterhorn. Das Matterhorn und alles hier. Sieht das schrecklich aus, ey. Gott, oh Gott. Die sind alle weiß schon. Da habe ich auch recht noch ein bisschen Items gesucht. Aber die geben mir überhaupt keinen Loot. Ich hatte, glaube ich, einen Stab, glaube ich, bekommen, aber so viele gekloppt. So, wilder Ork töten, okay. Ja, ich weiß es. Die wilden Orks müssen auch dran kommen. Ich habe die ganze Zeit Orknechts getötet damals. Level 16, 17 waren die blau, habe ich die getötet und nichts Anständiges bekommen. Die Orks geben bei Syrtis geben die recht viel Loot. Aber hier nicht. Hier geben andere dafür besseren Loot. Zum Beispiel die Goblins später. Solch gute Drops hab ich in Syrtis nie gehabt. Vor allem nicht in dem Level und also Umfeld. So, Zombeliss kommt raus, Zombeliss. Da hat es noch ein wilder Ork. Zombie-Attacke! Ihr langsamen Teile. Heftig Schlag, heftig. Hopp, hopp, hopp. Schlagt heftig in die Fresse, Mensch.
So, jetzt kommen noch die Papageien dran. Die Imps sehen aus wie Papageien. Boom. Ork-Bezwinger, yay. Schon wieder. Weil die Auszeichnungen für ein bisschen verbuggt sind durch den neuen Patch. Bekommen wir die immer wieder über. So, wo haben wir noch einen Knecht? Einen wilden Ork, meine ich. Genau. So. Keinen Loot gebt ihr mir. Frechheit. Das ist die oberste Frechheit. Ja, widerstehe noch ein bisschen, genau. Ach, Menno. Was ist denn das? Habt ihr das gesehen? Der ist einfach noch oben von diesen Teilen drauf stehen geblieben und ist dann runtergefahren. Lol. Bucknum! Yay! Champions of Bucknum! Jetzt bin ich der, der ein bisschen negativ wird. Aber ist auch lustig. Also die Bugs sind jetzt nicht schlimm. Sie sind lustig. Ein Safi. Du musst dich behalten. Einen Safi. Sodele. Dann zeigt mir mal, was ihr könnt. Ha. Tot. Gut. Also. Blitzstab der Sterne. Naja. Für Level 30. Okay. Aber gut vom Stab aus ist es nicht. Aber der Stab ist hochlevelig, dann behalte ich ihn noch. Für später muss ich keinen kaufen oder finden. So, müssen wir jetzt mit dem retten da vorne. Nein, wohin? Zurück. Aller Headstamp müssen wir auch noch. Ja. Also in der nächsten Folge geht's weiter. Und ich schau mal, welchen Gegner ich loote. Ausgewachsene Panther könnten noch interessant sein. Nacktmul. Ja, ich werde jetzt hier irgendwo ein bisschen Ding, was wampen wir hier? Wenn es zum Allheilstand geht. Mit Webi wieder reden. Aha. Ja, stimmt. Also ich werde hier noch ein bisschen looten. Und Dankeschön fürs Schauen dieses Partes. Bis zum nächsten Part. Tschüssi.